Herzlich willkommen, das ist Aktenzeichen XY ungelöst. Wir suchen heute nach den Mystery Men. Halt, 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 hab sie gefunden. Was meinen Sie? Nein, hier, ganz links oben im Bild, da sind die Mystery Men. Wir reden wahrscheinlich von anderen Mystery Men, aber mir persönlich ist es relativ egal, wir müssen ja irgendwie anfangen, wenn wir schon keinen Film mit wahnsinnig großartigen Creative Impact haben, dann können wir uns zumindest hier im Sammlungs-Overview ein bisschen bemühen. Die Mystery Men, immerhin bitteschön besetzt mit Ben Stiller, William H. Macy, Janine Garofalo, Greg Kinnear, Jeffrey Rush, Tom Waits und Eddie Izzard, holy freaking hell. Wenn man dem so glauben kann, dann ist es wahrscheinlich einer der bestbesetztesten Filme aller Zeiten. Komischerweise, und das ist immer wieder irgendetwas, was mich ein kleines bisschen wundert, gibt es immer wieder solche Filme mit einer absoluten Mega-Besetzung, von denen man aber trotzdem irgendwie so gut wie gar nichts gehört hat, die dann aber plötzlich einmal erscheinen, dann irgendwie von ihrem Label ziemlich viel Werbung kassieren und dann einfach wieder in der Versenkung verschwinden könnte, womöglich damit zu tun haben, dass sie nicht wirklich besonders gut sind. Aber ich hatte bislang leider noch keine Zeit, mir die Mystery Men selber anzuschauen, habe mir aber das Blu-ray Steelbook von Koch Media gönnen müssen, alleine schon, weil das ein richtig geiles Cover-Artwork hat. Und für alle jene, die sich fragen, warum dieses Cover so geil ist, brauche ich nur in diese Richtung zoomen. Ja, es ist tatsächlich ein Cover von The Dude Designs. Derjenige, der auch beispielsweise das großartige Artwork zu Wolf Cop gezeichnet hat und noch einige andere. Wir haben Ben Stillers Charakter hier übrigens hervorgehoben, dank der Grundierung genauso eben wie auch der Titelschriftzug. Alle anderen Charaktere sind nicht grundiert und verschwinden eben dadurch im Hintergrund. Was finde ich einen sehr schönen Unterschied macht, eben wenn man dieses Steelbook hin und her bewegt, wie eben diese anderen Bildelemente dann mehr oder weniger ganz dezent im Hintergrund verschwinden. Mir persönlich gefällt dieses Cover-Artwork extrem gut. Einerseits natürlich großartig gezeichnet vom Dude, andererseits auch von Koch Media cool aufbereitet für das Steelbook, aber eben im Hochglanzlook, von dem ich generell kein großer Fan bin, aber das ist nicht ganz so schlimm. Backcover ist halt leider, haben wir uns vorher schon angeschaut, relativer Standard. Was mich persönlich da am allermeisten stört und enttäuscht, ist die Tatsache, dass wir zwar auf der rechten Seite eine interessante Blu-ray-Disc bekommen, nämlich wieder mal eine von denen, auf der nicht einmal draufsteht, welcher Film das ist. Danke. Aber dass wir wieder mal ein Steelbook ohne Innenartwork haben, das geht, finde ich, gar nicht. Da wird ehrlich gesagt so ein großartiges Covermotiv dann wieder ruiniert. Aber wenn man dieses Steelbook günstig irgendwo sieht, kann man meines Erachtens nach trotzdem ohne große Bedenken zuschlagen.